Einen schönen Mittag dieses Mal. Guten Mittag, ja. Wir haben eine kleine, aber doch interessante Nachmittagsrunde bei uns in Mitteltexas gefühlt. Es ist Februar, es ist super warm, es ist echt der Wahnsinn. Okay. Mhm. Und die Gloria Victoria fährst heute mit ihrem neuen Radl für die Saison. Verzähl mal, man sieht nur deine Schuhe. Hier trat dann wieder das typische GoPro-Problem auf, dass nur der gehört wird, der sie gerade in der Hand hält. Deswegen hört ihr jetzt die Erklärung von Martin. Na, das Radl ist ähnlich eigentlich das von letzten Jahr. Es ist im Prinzip ziemlich alles gleich von den Daten, nur es sind halt die Komponenten richtig krass edel. Krasse Schaltung ist oben und Dämpfelement, ja. Farblich richtig cool. Also, sehr in so einem Glänzen. Ja, genau. So Pearl-Optik ein bisschen und so. Also richtig cool. Und schaut kaum aus. Heute die erste Ausfahrt. Ja, gestern Nacht. Ich habe es tiefer gekriegt. Von denen hinter der Kamera. Also schnell zusammenbaut. Genau, und jetzt probieren wir es einfach aus. Auf dem Home-Trail, wie es so läuft. Ja. Genau. Ich bin noch mit dem 220 am Weg. Das ist eigentlich auch das gleiche. Von der Geometrie nur 29. Und ein bisschen weniger Federweg. Ich weiß das nicht sehen, da hinten läuft bei der Orkattel ihr rauf und wieder. Und jetzt hupft es oben. Ja, hat sicher mehr vom Leben wie mir. Weil wenn wir so hupfen, landet man zusammen aus dem Boden. Das sind zwar eigentlich nur 600 Höhenmeter zum Treten und dann nochmal 300 zum Tragen, aber es ist ziemlich steil, deswegen ist es trotzdem ganz schön hart. Seht ihr da vorne den weißen Fleck? Wir sind gerade vor ein paar Tagen herum gewesen. Dann ist die Lawine. Komplett über die ganze Straße gegangen. Vor ein paar Tagen. Ja, stimmt nicht ganz. Da sehe ich das jetzt, aber es ist trotzdem die Hälfte weniger, weil letztes Mal sind wir nicht drüber gekommen. Und. Bleib mal stehen. Ja. Sehen die Leute was? So. Wo habt ihr mich oben? Ja. In Tirol. Also die, die aus viel in Tirol sind, die wissen es ja. Und viele Leute schauen uns ja zu und sind nicht so oft in Tirol. Macht es auf jeden Fall, Tirol ist ein nettes Landl, echt schön. Und da gibt es aber voll die coolen Wildtiere. Und da gibt es ein Waldbedinger, ein Fabelwesen. Und dann gibt es ein Tier, das gibt es gar nicht mehr eigentlich, das ist von Aussterben berührt, ein Chimney. Gehört von der Familie Suzuki. Und ihr seht, der Chimney hat seine Spur da hinterlassen. Ah ja. Und da. Und wie ein paar von euch wissen, ich bin ja recht ein starker Autospinner. Und da haben Spinner ist mein Hobby. Chimney ist eines von den coolsten Autos, vor allem in Tirol, weil der ist extrem leicht, untersetzungsgetrieben, Sperren etc. Und dieses Auto ist möglich, da zu fahren, weil der ist so leicht. Mit dem Auto kann man solche Forstwege bis auf die Kanten abfahren und das ist interessant. Mit so schweren Geländewegen wie Mercedes G-Klasse oder Amerikaner oder so oder die Autos, die sind wesentlich cool, wenn man ziehen muss und so. Aber man hat das Problem, wenn man zu weit am Böschung kommt und so ein Rutschen die Autos ab, weil es schwer sind. Der Chimney. Den kannst du durchtragen. Und der Chimney hat deswegen die Breite, also ihr seht, der hat nur diese Spurbreite, damit man in der Kirche bei uns in Tirol bis zum Altar vorfahren kann, die Hostie kriegt, ein Messwein kriegt und dann weiterfahren kann. Das ist nicht wichtig. So, das ist die Ironie bei der Geschichte, Spaß beiseite. Da seht ihr, was eigentlich möglich ist mit so kleinen Autos. Ich sage, so ein Fiat Panda oder so ein Suzuki Chimney, nie unterschätzen diese Fahrzeuge. Übrigens, Martins Erklärung mit in der Kirche vorfahren bis zum Hostie holen ist im Prinzip Corona-konform. Ich habe gerade gesagt, ich schalte mal kurz ein. Und zwar sind wir jetzt schon wieder beim Schieben und Tragen. Also da geht es schon nicht mehr weit weg. Bis jetzt ist super gut gegangen, es war alles schneefrei. Also man hat halt alles radeln können. Und da geht es jetzt noch gut zum Schirm. Und dann ist es zum Tragen. Und so trocken. Und der Freilauf von dem Bike ist der Wahnsinn. Hört's mir bitte, wie geil das ist. 100 Punkte bis jetzt. Wie ich schon gesagt habe, jetzt sind wir beim Drang. Und jetzt geht's gut. Soweit ist nicht mehr. Aber bei dem Traumtag. Kann man glauben, ist nicht schlimm. Ah ja. Schau's mir bitte, wie viele Blumen da schon sind. Wow. So, jetzt sind wir wieder im tiefsten Winter angelangt, kurzzeitig. Das ist echt krass, wie viel Schnee es im Schatten hat. Wahnsinn. Aber wir haben es gleich geschafft. Geht gut zum Gehen. Ja, yeah, die letzten paar Meter.
Sahara lässt immer noch grüßen. Aber trotzdem wunderschön. Und für diese gerade mal 900 Höhenmeter, die man da zurücklegt, ist die Aussicht wirklich richtig toll. Man sieht so richtig schön über das Inntal und die Innenschleife. Und ja, jetzt, weil ich gerade sehe, wie der Martin das Bike aus der Halterung rausholt, wir haben die Tragevorrichtung von Hook a Bike, heißt es. Und das ist von Push Components. Also nicht, dass wir schon wieder gefragt werden. Ich greife einfach mal vorab. Ich weiß auch nicht, was da diesmal los ist, aber irgendwie haben sie uns nichts von ihrer Jausen gezeigt, die beiden. Wahrscheinlich vergessen, weil irgendwie ein bisschen Pause gibt es da oben ja immer. Und gerade da scheint es ziemlich warm gewesen zu sein, also werden sie es einfach vergessen haben. Frechheit. Ja, hier im Schnee ist es relativ schwer, das Radl zu kontrollieren. Das macht zwar viel Spaß, aber da muss man echt mit gewisser Vorsicht rangehen. Weil je schneller man ist, desto schlimmer haut es einen dann natürlich auch, wenn man plötzlich einsinkt oder so. Das ist beim Schnee halt echt immer ein bisschen tückisch. Das kann super gehen und auf einmal versackt man dann, weil der Schnee ein bisschen fauler ist oder irgendwo ein Loch drunter ist, das man nicht gesehen hat. Und dementsprechend ist im Schneefahren zwar echt spaßig, aber auch echt nicht ganz ohne. Der Rest vom Trail ist dann schon schneefrei, wie ihr seht. Und diese Stelle, Hut ab vor der Vicky, dass sie da schon wieder drüber fährt, war ja die Stelle, wo sie so abgeflogen ist letztes Jahr im Herbst, wo wir zu dritt unterwegs waren. Passt mal auf, da kommt jetzt der Originalkommentar. Was ist denn das so wegwickst? So geil, oder? Oder? Ja, da erzählt die Vicky eben im Dialekt genau von der Stelle, wo sie es runtergehauen hat letztes Jahr. Und mit der GoPro kommt es ja nie ganz so steil rüber, wie es in echt ist. Dementsprechend hier diese ganzen Hinterradversetzer sind wirklich nötig. Ansonsten kommt man einfach nicht um die super engen Kurven rum, die auch wirklich steil und mit Absätzen sind. Aber dieser Weg ermöglicht uns super gutes Training für die ganzen Dolomitengeschichten, die dann eben auch steil und ausgesetzt sind. Weil das ist zwar vor der Haustüre und nicht so gefährlich. Man kann zwar natürlich runterfliegen, aber es ist halt kein richtiger Absturz, sondern man kullert dann so ein bisschen einfach die Wiese runter. Und ja, dementsprechend können wir da aber super üben, sodass wir einigermaßen im Training bleiben. Da seht ihr jetzt den Martin in der Schlüsselstelle von dem ganzen Trail, würde ich behaupten. Die Anfahrt hier ist echt tricky, also wirklich eng und verblockt. Und dann kommen diese drei Stufen mit den Holzblöcken drin, die teilweise, wenn sie nur ein bisschen feucht sind, auch schon so richtig rutschig sind. Und danach eben gleich wieder eine super enge Kurve, wo man wirklich schauen muss, dass man rumkommt. Weil der Druckpunkt so krass ist. Die Finger dann ein bisschen weh. Ja. Das Feedback hört jetzt noch. Weil die Vicky hier dem Martin gerade sagt, das Stück werde ich dir hier nicht nachkommen, muss ich da auch wieder an den Martin sagen, Hut ab, weil der fährt nämlich einfach noch ein Stückchen besser wie Vicky und ich. Und trotzdem schafft er das ganz gut irgendwie im Kopf zu behalten, wann wir noch hinter ihm sind und wann nicht mehr, wenn man selber vorausfährt. Dann merkt man erst, wie schwierig das ist, dass man checkt, wann der andere noch da ist und wann der plötzlich weg ist. Und der hat das wirklich, wirklich gut im Griff und von dem her Hut ab und vielen Dank an den Martin, weil sonst hätten wir natürlich weitaus mehr Probleme, irgendwelche Aufnahmen zu machen. Andersrum ist es allerdings so, wenn man ihm das Handy in die Hand drückt zum Filmen, dann ist es wie wenn er das absichtlich machen würde und der wackelt und tut und macht. Und wohingegen, wenn er eben den Fotoapparat in der Hand hat, dann wären die Bilder einfach nur gigantisch. Das könnt ihr euch ja eben auf Facebook bei uns anschauen, das werden die meisten schon kennen. Natürlich auch auf Instagram. Wir sind auf TikTok und was wahrscheinlich nicht alle kennen, wir haben eben auch diesen Blog unter www.freerideinc.at. Da haben wir einige Fotos online, aber vor allem eben auch die Touren mit den Komoot-Links. Also alles, was erlaubt ist und eben Spaß gemacht hat zu fahren, versuchen wir euch da nach und nach online zu stellen, sodass ihr das dann auch wirklich nachfahren könnt. Was ich dazu gerade noch sagen möchte, die Tracks sind nicht bereinigt, also das ist einfach original so, wie es eben auf der Tour aufgezeichnet wird.
Ich denke, man kann es aber ohne weiteres finden, wenn man möchte. Und wir hatten aber schon ein, zwei Kommentare, sowas wie, seid ihr da durch den Gardasee geschwommen? Nein, da sind wir halt dann durch die Galerie gefahren und da hat das GPS ausgesetzt. Aber danach setzt es ja gleich wieder ein. Also ich denke, mit normalem Hausverstand ist das dann alles leicht machbar. Und bitte aber auch beachten, wir sind natürlich verdammt viel auf den Bikes unterwegs und wenn die Sachen für uns eventuell unproblematisch sind, dann kann es natürlich sein, dass es für den einen oder anderen aber trotzdem echt kritisch wird. Deswegen schaut euch, wenn möglich, halt die Bilder und vielleicht auch noch das Video dazu an, sodass ihr einfach besser abschätzen könnt, wie das dann für euch ist und ob das sinnvoll ist. Und das Allerwichtigste mit dem Radl, man kann ja auch mal absteigen und einfach ein Stückchen tragen oder wenn man halt merkt, dass es einem zu schwer ist, umdrehen. Denn was hilft alles, wenn man sich verletzt? Von dem her lieber einmal auf Nummer sicher. Das machen wir selber übrigens auch. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel labern, sondern euch jetzt Musik einspielen, aber hier kommt gerade eine Stelle, die noch ein bisschen Erklärung bedarf, denn ihr seht ja hier, dass lauter Steine rumliegen und Bäume und dass irgendwie der Weg anscheinend in alle Richtungen geht. Hier war vor ein paar Jahren ein echt übler Felssturz und da hat leider ein Teil vom Trail oder eben vom Wanderweg weggerissen und seitdem ist der Weg immer noch cool zum Fahren, aber leider nicht mehr ganz so schön wie damals, denn es gibt eben so eine kleine Umgehung und die ist sehr steil, aber eben nicht ganz so schön, wie das Original war. Naja, das sind so 100, 150 Höhenmeter, auf denen der Originalweg weggerissen worden ist. Und mei, es ist eben so, in den Bergen steht alles so einem gewissen Wandel unter, so ähnlich wie bei Wildbächen oder so. Man weiß nie, was im Frühling noch übrig ist. Muss man so hinnehmen, das hilft ja nichts. Aber schade ist es natürlich und jedes Mal, wenn wir das fahren, sagen wir danach, oh Mann, schade, dass der Originalweg weg ist, sind wir froh, dass wir den schon so oft gefahren sind bis dato. Und ja, natürlich, die Umgehung wird immer besser und besser, je mehr die gegangen und auch gefahren wird, aber so wie man es halt kennengelernt hat, so will man es meistens auch behalten. Mama. Ja, da rutscht mir schon fast mit dem Schulter. Ja, ja. Aber, ja. Bitte. Ja.
Ja, bei dem Weg ist es echt so, der obere Teil ist wirklich schwer und technisch. Und unten raus wird es dann aber super flowig. Da gibt es dann noch ein, zwei Stellen, die so ein bisschen tricky sind. Aber der Rest ist echt einfach nur flowig. Und dementsprechend geht man immer mit einem mega Gefühl raus aus dem Trail, was echt cool ist, weil man oben natürlich ins Schwitzen kommt und sich echt bemühen muss, aber unten raus dann eben diesen Fun-Faktor hat. Und das ist echt eine mega super Kombi. Ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt versteht von Martin und Vickys Kommentaren unterm Fahren. Wenn man aber weiß, worum es geht, dann ist es ganz klar. Der Martin fragt immer wieder, ob die Hände gut sind, und die Vicky sagt dann ab und an: zu wenig Kraft für die Bremse oder Pause bitte, was echt untypisch ist für sie. Aber natürlich, zum einen müssen die Scheiben und die Bremse einfach erst noch so richtig eingeschliffen werden, und das ist bei Vickys Kampfgewicht von gerade mal circa 50 Kilo ein bisschen schwieriger wie bei Martin und mir. Und zum anderen hat sie noch die Original-SRAM-Bremsbeläge drin, die einfach nicht so gut sind, kommt uns vor. Also wir verstehen das auch nicht, weil das ist ja eigentlich unlogisch. Warum macht SRAM keine so guten Bremsbeläge wie eben zum Beispiel Trickstuff? Aber gefühlt ist es einfach so. Also keine Sorge, wir sind da nicht unterstützt, weder von SRAM noch von Trickstuff. Nur wir verstehen es nicht so ganz. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch Erfahrungen damit habt und eben auch findet, dass die Trickstuff-Beläge einfach deutlich besser bremsen, dass man da weniger Kraft dafür braucht und sich einfach die Bremse dadurch enorm steigert, man also echt einen Mehrwert hat, wenn man diese Bremsbeläge verwendet. Oh, der Freilauf sieht so geil aus, Herr. Der Freilauf. So krass. Gott, sieht gleich noch mehr geiler. Heute ist bei mir Tag des großen Laberns, aber da war schon das nächste Stichwort. Wow, der Freilauf ist so laut, das ist richtig geil. Bei uns ist es so, je lauter der Freilauf, desto geiler. Da scheiden sich aber ja auch die Geister. Manche sagen, oh, das ist viel zu laut, ich hätte es lieber leise. Andere wollen es gern laut. Wenn es bei uns nicht laut genug ist, machen wir manchmal sogar ein bisschen Fett aus der Narbe raus. Dann kriegt man jeden Freilaufkörper etwas lauter. Man darf nur nicht übertreiben, weil sonst ist der Verschleiß natürlich auch deutlich höher. Dazu doch auch gerne ein Kommentar. Wie seht ihr das? Lieber laut oder lieber leise? Oh. Lass mal kurz, steht mal mit. Ende gut, alles gut, oder? Ja. Wir sind da unten. Ich habe es gesehen, richtig krass. Wir haben heute am 26. Februar. Ja, glaube ich. Nur noch cool, das ist ein Wahnsinn. Und die Vicky hat ein neues Radl eingeweiht. Auf dem ziemlich technischen Trail da bei uns. Ja, coole Sache. Ihr taugt voll der Bock. Und wie gesagt, was ich halt einfach krass finde, ist das einfach das Gewicht. Das ist ein Enduro, glaube ich, mit 160 mm. Ja. Und das kann man einfach ziemlich perfekt. Wahnsinn. Einfach aufheben wie nichts. Ja,
Wir machen dann schon einmal eine Bike-Präsentation auch. Ja. Vor allem haben wir Hoya Maxis als Sponsor, das heißt, es werden die Reifen dann noch gewechselt. Und die kommen dann noch drauf. Sonst bleibt sie alles wieder ab Werk, wie es ist. Damit wir wirklich neutral sagen können, was sind Radl von der Stange oder was kennen die. Mhm. Weil sonst sagt jeder, okay, jetzt habt ihr zwar einen Conway-Frame, aber jetzt baut euch ja sowieso erst drauf. Nein, das bleibt alles so. Und so soll es auch funktionieren. Bis jetzt sind wir Bombe gefahren. Voll, ich muss auch sagen, ich bin echt voll skeptisch an den Tag reingegangen. Ein neues Radl ist immer so eine Sache. Entweder es ist voll geil oder es passt halt einfach nicht zu. Ja. Das ist auch ganz. Es liegt mir halt einfach nicht. Aber das ist, ich bin so, so begeistert. Echt. Ja. Das ist halt auch cool, was da ist. Nicht nur eben, weil wir die Marken haben, sondern auch genau. Ganz ehrlich. Das ist echt. Die Gabel ist echt super. Bei geringer Fahrer und hinten an dem Fahrer. Wir haben das eingestellt, jetzt sind wir auf ganz 50 Kilo Fahrergewicht. Also wirklich eine super Sache. Die Bandbreiten vor der Schaltung brauchen wir sowieso nicht sagen, die Felgen an sich sind eine Wucht. Ja. Und die Bremsanlage dazu sowieso. Also in sich haben wir ein stimmiges Radl. Wahnsinn. Und werde uns hoffentlich dieses Jahr einige Touren bereiten. Ja, das gebe ich nicht mehr. Ja, okay. So, wir geben uns jetzt aber zurück. Wir fahren zurück nach Wörgl. Ja. Und that's it für heute. Machen wir vorbei. Machen das höre ich jetzt mal, ich kriege noch keine. Wieder bei uns beim Schraufen oder trinken wir ein Bier. Ja. Passt, uns hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Hoffentlich sind wir das nächste Mal wieder mehr Leute, also zu dritt, zu viert oder so im Video. Ja. Ist aber lustiger. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.